Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinbutt. Ihr wollt wissen, wie auf der neuen Call of Duty Cold War Zombies Map das Wunderwaffen-Easter Egg bzw. dieses Disco-Easter Egg aktivieren könnt, dann seid ihr hier richtig. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Packer-Punch und der Strom. Wer nicht weiß, wie das geht, ich blende hier mein Tutorial nochmal oben ein. Los geht's! Nachdem ihr den Packer-Punch aktiviert habt, müsst ihr blaue Kugeln suchen. Die blauen Kugeln sind eigentlich, beziehungsweise bei mir war es so, immer an derselben Stelle und deswegen könnt ihr genau dem Weg folgen, den ich euch hier im Hintergrund zeige. Der erste ist hier hinter dem Stuhl, oben rechts, wo ihr auch den Strom anschaltet. Der nächste ist unterhalb von der Stromkanzel, wo der Strompult ist, den ihr aktivieren müsst. Das nächste, beziehungsweise das dritte, ist unterhalb vom Packer-Punch, hier ein bisschen an der Seite, an diesen zwei kleinen Stromkästchen. Und das andere ist genau gegenüber, hinter diesem blauen Generator. Das könnt ihr gar nicht verfehlen. Hier leuchtet es ziemlich hell. Und das letzte, hier stellt ihr bitte sicher, weil ich hatte Probleme mit einer Pumpgun nach oben zu schießen, dass ihr eine Waffe mit einem Fadenkreuz oder eine Langwaffe habt auf jeden Fall. Dreht euch hier an der Maschine um und oben links in der Ecke ist der letzte kleine Punkt. Wenn ihr alle Kugeln angeschossen habt und es richtig gemacht habt, werdet ihr automatisch in die Disco-Sequenz teleportiert, wie ihr es jetzt auch hier im Hintergrund bei mir nochmal seht. Jetzt habt ihr die Chance, nachdem die Sequenz zu Ende ist, eine Kiste zu öffnen und in den Kisten können immer wahlweise verschiedene legendäre, epische, seltene oder auch, wenn man Glück hat, die Wunderwaffe sein. Das heißt entweder die Todwaffe, also beziehungsweise die Todmaschine oder aber auch die Raygun. Ich hatte jetzt in meinem Fall noch kein Glück. Ich glaube, ich habe es schon 10-mal ausprobiert. Man muss einfach Geduld haben. Irgendwann kommt man dann zurück und hat zum Beispiel auch die Todmaschine hier im Hintergrund drin. Wie gesagt, es kann auch die Raygun kommen. Probiert es ein paar Mal aus. Es ist gar nicht so schlecht. Im Anschluss hieran zeige ich euch noch ein kleines Evakuierungs-Gameplay mit der Diamondi-Waffe oder wie die heißt, also diese Doppelwaffe, die finde ich richtig episch, habe ich auch in dieser Kiste bekommen. Danke fürs Einschalten, wem es gefallen hat und geholfen hat, kann mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Euer Mr. Weinbutt, bis zum nächsten Stream oder Video. Ciao. Evakuierung erfolgreich. Verlasse Einrichtung Alpha. Die heutige Schlacht.